Lektion 353. Meine Augen, meine Zunge, meine Hände, meine Füße haben heute einen einzigen Zweck, Christus gegeben zu werden, damit er sie verwende, um die Welt mit Wundern zu segnen. Vater, ich gebe heute alles, was ich habe, Christus, damit er es auf jede Weise nutze, die dem Zweck am besten dient, den ich mit ihm teile. Nichts gehört mir allein, denn er und ich haben uns im Zweck verbunden. Auf diese Weise ist das Lernen fast zum ihm bestimmten Ziel gekommen. Eine Weile arbeite ich mit ihm, um seinem Zweck zu dienen. Dann verliere ich mich in meiner Identität und erkenne wieder, dass Christus nichts anderes als mein Selbst ist. Oh wow, was für eine wundervolle Lektion heute. Meine Augen, meine Zunge, meine Hände, meine Füße haben heute einen einzigen Zweck. Und in dem heute zu üben zu sein, mich hinzugeben, dem Christus in mir. Meinem wahren Selbst, meinem wahren Sein, mit dem, in dem ich eins bin in allem. Und wow, es ist so schön beschrieben hier. Eine Weile arbeite ich mich mit ihm, um seinem Zweck zu dienen. Es ist so hier, ich will mich führen lassen, ich gebe dir meine Hände, meine Füße, meine Zunge, meine Gedanken, mich tief führen zu lassen von dem, der ich in Wahrheit bin, im Heiligen Geist immer mehr und immer mehr. Und erst ist es so diese für mich, als wenn so von außen, in mir von außen, ich einen Lehrer bitte und was hier steht, und dann verliere ich mich in meiner Identität. Und wirklich so die Persönlichkeit mehr und mehr zuzulassen und die Idee loszulassen, dass ich getrennt sein kann. Und weißt du, Schöpfer und Schöpfung können sich einfach niemals trennen. Da ist ein Einssein und alles andere darüber sind die Ideen, die Konditionierung, die Muster, die Gedanken, der Glaube, getrennt zu sein. All das verliere ich und erkenne wieder, dass Christus nichts anderes als mein Selbst ist. Und erkenne wieder, bin in Erkenntnis irgendwann, dass das und das Jetzt und das immer augenblicklich gegenwärtig, dass ich mich nie getrennt habe, dass die ganze Schöpferkraft Gottes, die ganze Liebe Gottes immer in mir ist, dass das mein wahres Sein ist, dass das meine Natürlichkeit, meine Natur ist. Und all die Ideen hier in die Welt zu passen, in Kleinheit und in Anpassung, in Kampf, in... Es ist besser, nicht aufzutauchen und alles, was da ist. All das ist hinfällig, all das wird als Illusion erkannt, all das wird als ein, wir hatten das jetzt vom Seminar immer wieder, ein Trennungssymptom, wird als Trennungssymptom erkannt und ja, und ich muss da nicht länger drunter leiden, sondern ich kann wirklich an jedem Moment sagen, ich gebe alles, was ich habe, Christus, damit er es auf jede Weise nutze, die dem Zweck am besten dient, den ich mit ihm teile.
dass ich mich erinnere, wer ich in Wahrheit bin, dass dem keine Grenzen gesetzt sind, dass alle Schöpferkraft jetzt gegenwärtig in mir ist. Und die ganze Vergebung, wirklich die ganzen Bilder von allen runterzunehmen, von jedem, dem ich sie gegeben habe, um zu erfahren, dass darunter immer auch der Christus ist. Und ja, und es ist so ein Geschenk, das tiefer und tiefer und deutlicher zu erfahren. Und dass es wirklich nur meine Bereitschaft braucht, zu sagen, okay, ich vergebe, weil ich will sehen, wer da wirklich ist. Und ich will es in mir erfahren, wer ich wirklich bin. Und zu erkennen, wo die ganzen Konditionierungen sind und wo das alte Denken ist seit Anbeginn von Zeit und Raum, ist ich. Schützen muss, dass ich angreifen muss, dass ich mich verteidigen muss. Wow. Und heute mit dem Gedanken zu sein, mit dem Wunsch, mit dem Gebet, mit dem Dank, meine Augen, meine Zunge, meine Hände, meine Füße haben heute einen einzigen Zweck, Christus gegeben zu werden, damit er sie verwende, um die Welt mit Wundern zu segnen. Und wenn ich das erfahre, dass ich wirklich frei bin, dass ich unschuldig bin, dass diese ganze Art von Identität, die ich jetzt gerade noch hatte, von Persönlichkeit, von Ego, dass das einfach eine alte Idee ist. Und dass ich mich unterrichten, dass ich mich führen lassen kann, dass ich mich leiten lassen kann, wirklich in mein wahres Selbst, in mein wahres Sein hinein. Oh, was für ein Geschenk. Und ich gebe mich dem hin. Verwende du hier meinen Körper, mein Sein, meine Sinne, damit ich mich erinnere, wer ich wirklich bin. Und dann ist die Welt plötzlich jetzt eine andere, wo gerade noch Kampf war, ist jetzt wirklich, ey, wow, ich kann hier sein, um mich jetzt führen zu lassen und erinnern zu lassen. Und ich kann mich jetzt erinnern und ich kann jetzt jeden Schritt mich dem Christus in mir, dem Christusgeist, der uns ja alle verbindet als Sohn, als Kind Gottes, mich jetzt tiefer hingeben und überraschen lassen. Und dann ist da einfach Liebe in Ausdehnung und jeder Moment neu. Und ich wünsche uns einen wundervollen Tag in dem und ganz viel Freude im Lernen und im Sein und im Wundern und im Weltsegnen mit Wundern. Ja, alles voller Liebe.